Hallo Bienenfreunde, willkommen zum letzten Video im Jahr 2019. Hier soll es nochmal um ein Resümee über meine Stockwaage gehen. Ich habe hier eine einfache Stockwaage, also eine Personenwaage als Stockwaage umgebaut und nutze die seit circa April 2019. Ja, so mit dieser Waage konnte ich ja nun im Prinzip ein Dreivierteljahr Erfahrung sammeln und auch Messungen durchführen. Wie gesagt, das ist eine ganz einfache Waage, eine Bluetooth-Waage, und für meine Belange ist die vollkommen ausreichend. Aber schauen wir uns mal die Tabelle an, wo ich die Werte alle erfasst habe. Ja, vorher nochmal kurz zur Funktionsweise dieser Waage. Also die Waage schaltet sich ja aus und zum Einschalten muss kurz eine Laständerung durchgeführt werden. Dann verbindet sich die Waage im Prinzip mit der Handy-App und das Gewicht wird an die App übertragen. Wir sehen jetzt hier 33,6 Kilo, das Stockgewicht. Ich ziehe da immer 20 Kilo ab, also der Blechdeckel und der Stein oben drauf sind gut 5 Kilo und 15 Kilo veranschlage ich dann immer für die Beute mit den Rähmchen und den Bienen. So, und in der App kann ich dann auch eine kurze Auswertung machen. Ich kriege dann oben, wo das blaue Feld hier zu sehen ist, eine Kurve angezeigt und unten die Tagesdaten. Und diese Werte übertrage ich dann eben in eine Excel-Tabelle. So, hier nur die Tabelle mit den eingetragenen Werten. Bei der App ist es ja nicht möglich, die Daten, die man von der Waage über Bluetooth erfasst hat, automatisch zu übertragen. Also habe ich das hier händisch gemacht und die Werte hier eingetragen in einer Excel-Tabelle. Ich hatte am Anfang das hier täglich eingetragen und jetzt zum Schluss eben ganz sporadisch, wenn ich mal vorbeigegangen bin an dem Bienenstock, habe ich das Gewicht mal gemessen. So, was sagt mir die Tabelle? Also für mich ist das vollkommen ausreichend. Die Waage entspricht natürlich nicht einer professionellen Waage mit Datenfernübertragung und sowas. Also hier ist wirklich nur rein manuell alles erfasst, aber für mich eben aussagekräftig genug. So, gucken wir mal hier rein. Also wie gesagt, ich hatte am Ich hatte die Waage ja im April installiert, also am 25.04. Da hatte ich ein Grundgewicht von 31,06 Kilo. Und ich habe hier hinten jetzt, hier in diesen Zahlen, eben mein Beutengewicht, was ich ermittelt hatte. Das ist praktisch die Zarge mit Unterbodendeckel, Blechdeckel und Stein. Gehe ich von 20 Kilo aus, also 5 Kilo für Stein und Blechdeckel. Und der Rest ist eben Bienenmasse und Rähmchen, die in der Beute sind. So, und dann sieht man hier schon, ich habe jetzt hier in der Spalte F, das ist eben das ermittelte Gewicht, also was die Waage in die App übertragen hat. Und habe dann hier die Differenz zum vorhergehenden Messwert eben genommen. Und hier hinten habe ich nochmal in der Spalte G praktisch die Gewichtsänderungen eingetragen. So wie jetzt, ich hatte am 24.05. das erste Mal den Honigraum geleert, hatte da 6 Kilo geerntet, also ich habe nur verdeckelte Waben entnommen. Wenn wir jetzt weiter runtergehen, dann geht das los. Hier am 12.06.
hatte ich dann die erste größere Honigernte mit 14,75 Kilo. Das sind auch nur verdeckelte Waben gewesen. So, und hier im Prinzip habe ich hier am 5.7. schon abgeschleudert, hatte dann hier 30 Kilo. Also das Volk hatte dann, im Schnitt habe ich von dem Volk 45 Kilo geerntet. Also diese Werte sind für mich eben vollkommen ausreichend. Ich sehe, wie das Gewicht sich in der Beute verändert. Ja, wie hier, jetzt am 19.07. hatte ich dem Volk dann eine Futterwabe zugehängt. So eine volle Futterwabe in Deutsch Normalmaß 1,5, die wiegt gut 3 Kilo. So ein leerer Honigraum, den ich hier entfernt habe, der wiegt so 4,5 Kilo. Und hier wieder eine Futterwabe zugehängt. Hier habe ich dann ein paar Leerwaben entnommen. Hier wieder den Honigraum entfernt. Das war im Prinzip nach der Ameisensäurebehandlung. 25.8. Hier habe ich nochmal eine Auffütterung gemacht. Ja, das Volk hatte am 10.9. noch zwei Futterzargen, die ich dann entfernt habe. So, hier ging es dann los am 17.9. die zweite Varroa-Behandlung. Ich habe hier wieder eine Flachzarge aufgesetzt, um den Nassenheiter da reinzubringen. Deswegen hier das Gewicht von 4,2 Kilo. So, und hier habe ich den Verdunster dann entfernt und auch die Zarge. So, und wie gesagt, hier die letzten Tage dann, also hier bis zum 28.10. habe ich ja im Prinzip täglich gemessen. Und wie gesagt, so eine Batterieladung einer Waage reicht ungefähr ein halbes Jahr. So, und dann habe ich hier am 3.11. hier immer noch gemessen. Und hier sehe ich jetzt die Abnahmen. Ja, also vom 24.11. bis 12.12. hat das Volk gut 700 Gramm Futter verbraucht. Ja, und hat jetzt hier ein Stockgewicht. Also das wäre jetzt hier netto der Futtervorrat. Diese 13,6 Kilo hier, das wäre jetzt noch im Volk. Ich denke mal, am 26.12. zu dieser Jahreszeit reicht das vollkommen aus. Es ist ja ein Einsager auf Deutsch normal 1,5. Also das wären noch gut vier volle Futterwaben, anderthalb Deutsch Normalmaß. So, okay, das kurz dazu. So, und dann habe ich natürlich hier so eine kleine Grafik gemacht. Hier oben haben wir jetzt eben immer dieses absolute Stockgewicht und hier unten die blaue Kurve sind die Gewichtsänderungen. Also hier sehe ich jetzt, wo ich das erste Mal geschleudert habe, also 14,7 Kilo rund. Hier im Juli, wo ich dann im Prinzip schon abgeschleudert habe, 30,5, also das Volk liegt so bei 45 Kilo Honigertrag. Und ich sage mal, als Standimker kann ich damit zufrieden sein. So, hier unten in der Tabelle habe ich dann nochmal die Temperaturen erfasst. Das sind die örtlichen Temperaturen, die bei mir sind. Wie gesagt, die Waage überträgt ja keine Temperaturen. Und hier haben wir dann nochmal diese kleinen Kurven. Das sind jetzt, wo ich hier die Ameisensäurebehandlung gemacht habe und dann eben hier die Honigräume entfernt habe. Ja. Also ich bin mit der Waage zufrieden. Für mich ist das ausreichend. Und mehr brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche keine professionelle Waage für meinen kleinen Bienenstand mit zurzeit 20 Völker, die ich nächstes Jahr wieder reduzieren werde auf 10 Völker. Es geht mir hier nicht um die Masse an Honig. Der reicht mir auf jeden Fall. Also ich habe dieses Jahr im Schnitt 30 Kilo pro Volk. Das ist ausreichend. Ist etwas weniger als vorher, Jahr, aber ich brauche gar nicht so viel Honig. Gut, okay. Das jetzt nochmal ein Update zu der Stockwaage. Da waren ja auch etliche Fragen zu. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare.
Ansonsten lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und vergesst nicht, Kanal zu abonnieren und eben diese Glocke, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Macht's gut, bis demnächst. Bye bye.